Depot-Update. Was ist im vergangenen Monat Januar gut gelaufen in meinem Depot? Was ist nicht so gut gelaufen? Wir schauen uns das heute wieder komplett an und vorweg. Ja, natürlich, 2% plus hört sich erstmal wahnsinnig gut an. Einerseits könnt ihr zufrieden sein, aber ihr kennt mich auch. Ich bin nicht zufrieden mit diesem Ergebnis und das erfähren wir gleich. Weil wenn es dann wieder darum geht, Aktien zu kaufen, mache ich das natürlich über einen Zero Broker. Den Broker benutze ich seit 2019 und bin absolut zufriedener Kunde. Und du bekommst bis zu 135 Euro Bonus mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Auch dort gerne vorbeischauen, Kunde werden. Und das nochmal ganz kurz der Hinweis: in den ersten 30 Tagen unbedingt Aktien kaufen, weil erst dann bekommst du den Bonus gut geschrieben. Aber kommen wir jetzt direkt mal zur Depotübersicht. Du siehst hier 4 Aktien rot unterstrichen. Das sind zum Beispiel Unternehmen, die ich eigentlich gerne nachkaufen möchte. Aber hier warte ich aktuell noch auf jeden Fall auf günstigere Kurse. Ja, zuletzt gab es natürlich auch einen Aktienkauf. Den ganzen habe ich da in meinem Newsletter veröffentlicht. Also wenn du da auch nichts verpassen möchtest, gerne unten auch im Newsletter eintragen. Sehr, sehr wichtig und auch wahnsinnig interessant das Ganze. Größte Position ist bei mir weiterhin Barrick Gold, danach kommt Unilever, First Majestic, brutal positiv überrascht bin ich von Rio Tinto. Die sind extremst abgegangen von knapp 50 Euro auf über 70 Euro, heftig, habe ich so echt nicht kommen gesehen. Fresino ist mit dabei, Newmont Mining, Pan American, Silver und viele weitere Aktien. Also grundsätzlich auch hier von meiner Depotaufteilung her natürlich relativ viel Rohstoffe drinnen, aber ich fühle mich genau so sehr, sehr wohl, weil es bringt viel Ruhe in mein Depot rein. Das war natürlich wichtig oder mir war das persönlich wichtig, aber man sieht auch, im Monat Januar war mein Depot gegenüber die Indizes deutlich nicht erfolgreich oder deutlich schlechter. Und das ist echt was ich schade finde. Aber da möchte ich eben auch in Zukunft an mir arbeiten, dass ich hier einen besseren Vergleich hinbekomme. Aber grundsätzlich bin ich erstmal mit 2% Rendite zufrieden, weil ich einen Ticken besser war wie der Spider US Dividend Aristocrats ETF, weil der im Long Term einfach einen Ticken besser gelaufen ist, wie mein eigenes Aktiendepot, ihr seht es. Da wird aber die Diskrepanz etwas niedriger und den möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall aufholen, schlagen. Und ja, die anderen Benchmarks, die holen auch leicht auf, aber im Long Term sieht mein Depot zum Glück noch deutlich besser aus. Aber schauen wir mal, wie sich das Ganze eben in Zukunft entwickelt. Jetzt kommen wir einfach mal zu den besten Aktien im Monat Januar. Überraschend mit dabei Walt Disney, Bayer, Royal Gold, Pan American, Waltham Paracols, Metals, ja, kann es nicht aussprechen mit meiner Rechtschreibschwäche. Oh mein Gott, ist das gerade wieder peinlich. Nee, schauen wir auch auf die Loser-Aktien. Die Loser-Aktien, First Majestic, PepsiCo, IBM, Gilead, Carnival Health, Unilever. Also jetzt auch nichts so Schlimmes, muss man sagen. Aber es gab ja auch zum Glück einiges an Dividende und ihr seht es, im Monat Januar haben wir schon wieder fast den Vorjahresmonat verdoppeln können, beziehungsweise wir haben das sogar verdoppelt. Und insgesamt habe ich über 110 Euro an Dividende netto kassieren dürfen, unter anderem von Cardinal Health, Cisco System, Gilead. Dann war mit dabei eine Iron Mountain, der Core Europe Bond ETF hat eine Dividende ausgeschüttet, Medtronic, Newmont Mining und auch T. Rowe Price. Möchtest du in Zukunft keiner meiner Depots, Updates mehr verpassen und auch gemeinsam mit mir auf Weltreise gehen, dann auf jeden Fall gerne meinen Kanal abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.